Auch in ungewöhnlichen Zeiten fördern wir als Mainova den Breitensport. Ich freue mich deshalb, dass ich heute gemeinsam mit Karl-Heinz Körbel die Gewinner der diesjährigen Trikotaktion ermitteln kann. Es haben 500 Vereine gewonnen, 3000 haben sich beworben, selbst in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Wir stehen zum Breitensport. Vereine sind wichtig für die Gesellschaft. Sie stehen für Teamgeist, sie stehen für Fairplay, sie stehen für die Stabilisierung dieser Gesellschaft. Nach dieser Krise wird es wieder weitergehen, werden wir wieder sportlich aktiv sein und diese Werte weiterleben. Ich freue mich sehr, dass heute einer in der Region, der für diese sportlichen Werte, für Vereinswerte wie kaum ein anderer steht, Karl-Heinz Körbel, mit mir gemeinsam die Gewinner der diesjährigen Mainova-Trikot-Aktion ermittelt. Das ist wunderschön und am besten schreiten wir sofort zu Werke, indem wir den ersten Gewinnerverein ermitteln. SKV Mörfelden. Und jetzt gebe ich ab zu Karl-Heinz Körbel. Ja, vielen Dank, Dr. Alzheimer. 7000 Vereine haben sich insgesamt in 13 Jahren schon beworben und haben Trikotsätze von Mainova bekommen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich unglaublich wichtig, auch für die Vereine, jetzt zusammen mit Mainova ein Zeichen zu setzen, dass der Fußball weitergeht, dass wir auch immerhin in der Lage sind, euch Trikotsätze zur Verfügung zu stellen. Wir müssen jetzt alle zusammen einfach auch zusammenhalten und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass so ein Partner wie Mainova die ganze Sache jetzt nochmal unterstützt und vor allen Dingen auch bleibt gesund. Haltet euch an die Anordnung und jetzt geht's los. Jetzt sehe ich schon den ersten Verein, FC Sulzbach. Da komme ich ganz sicher vorbei, weil das ist auch ein Anliegen von meiner Seite her, auch euch persönlich und wie alle anderen auch zu unterstützen.